Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sonntagstee hier bei Klönschnack TV. Heute habe ich einen ganz besonderen Tee und zwar habe ich den Bio-Baby-Früchtetee, den habe ich meiner Kleinen quasi geklaut und ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt. Den habe ich auch erst gerade reingetan in den Becher. Kann sein, dass er noch nicht ganz durchgezogen ist. Er ist auf jeden Fall super heiß. Mal schauen. Naja, schmeckt wie heißes Wasser mit Farbe drin. Cool. Naja, wenigstens waren die Kinofilme besser, die ich gesehen habe diese Woche. Und deswegen kommt der Sonntagstee heute auch ein bisschen später, da ich gerade eben erst aus dem Kino wiedergekommen bin und Central Intelligence gesehen habe. Und ich bin begeistert von dem Film. Er hat mir wirklich Freude bereitet. Ich saß am Ende da und habe gelächelt. Es ist ein Film mit Dwayne Johnson, also mit The Rock und mit Kevin Hart. Und ich finde Kevin Hart einfach unglaublich lustig. Dieses Geier von ihm immer und dieses oh, super lustig. Der Film erzählt quasi die Geschichte von diesen beiden Personen, die damals zusammen auf der Highschool waren. Der eine, der Gemobbte, der sich aber mit den Jahren super gemacht hat. Und der andere vom Highschool-Helden eher verkommen zum langweiligen Durchschnittsbürger. Und die beiden treffen aufeinander und geraten irgendwie in so eine Agency-Gangster-Geschichte hinein. Mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Da ich finde, dass der Film lohnenswert ist, könnt ihr euch gerne selber anschauen. Auf jeden Fall unglaublich lustig, weil es so bizarre Situationen bringt. The Rock ist ja nun mal ein sehr, ich sag mal, erfolgreicher Mann, der sehr muskulös ist, ganz, ganz viel kann, super selbstbewusst und so weiter. Und in dem Film eher dargestellt wird als einer, der halt eine schwierige Vergangenheit hatte und das alles nicht so gut verarbeiten konnte. Und ich finde es sehr interessant gemacht, wie diese beiden verschiedenen Charaktere in diesem Film, verschieden dargestellten Charaktere, auftauchen. Und es hat sich auch noch weitere Star-Power versteckt. Wir kommen noch zwischendrin Aaron Paul zu sehen und Melissa McCarthy, die irgendwie gerade einfach überall ist. Ich weiß auch nicht, wie sie es macht, aber sie ist einfach überall und ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob ich sie letztendlich mag oder ob ich sie scheiße finde. Weiß ich nicht. Wird sich auf jeden Fall zeigen. Ja, Central Intelligence kann ich empfehlen. Lustiger Film, der ja auch so ein bisschen unrealistisch immer ist. Es gibt so ein paar Szenen, wo man sich denkt, bitte was, das kann doch alles gar nicht sein. Und ich glaube, das ist Absicht. Der soll gar nicht so ernst sein. Klar ist das eine Komödie auch, aber Auch Komödien haben ja ihre ernsten Stellen. Der Film hat auch seine ernsten Stellen, gar keine Frage. Aber es ist einfach nicht so real. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Es passieren Dinge, die einfach vollkommen sinnfrei sind und die wirklich komplett an der Realität vorbeigehen. Und das finde ich aber gut, weil es diesem Film so eine gewisse Würze gibt, weil es diese Absurdität noch so ein bisschen unterstreicht. Und das, finde ich, passt perfekt zu diesem Film. Nee, tatsächlich. Jetzt schmeckt es wie muffiges, heißes Wasser. Dann wird sie den Tee ja nicht so unbedingt vermissen. Ja, so viel zu Central Intelligence. Top-Film. Ein Film, der auf der Kinoleinwand was bringt, der aber nicht unbedingt im Kino geschaut werden muss. Es gibt Filme, die sind meiner Meinung nach im Kino so viel besser. Ich glaube, Central Intelligence lebt besser im Kino, aber lebt auch gut im Heimkino, also zu Hause. Wer aber gerade Bock hat und ein paar Euros aufwenden kann, ab ins Kino, Leute, der Film lohnt sich. Definitiv. Kriegt von mir einen Daumen nach oben. Der andere Film, den ich gesehen habe, das war am Samstag und zwar The Conjuring 2. Und oh mein Gott, alter Schwede, der hat mir Angst gemacht. Aber das war klar, denn dieser Film ist gemacht worden von James Wan, der auch mit Lee Reynolds zusammen das Meisterwerk Saw entwickelt hat und die ganzen Teile, die daraus entstanden sind, sie waren immer mit beteiligt. Über Saw kann man sich natürlich nochmal anderes Mal unterhalten, vielleicht mache ich das auch nochmal, aber das war natürlich eine ganz andere Liga. Da ging es um Torture-Porn-Filme, so heißt das Genre. Und The Conjuring und Insidious, was ja auch von James Wan ist, sind mehr so diese Poltergeist-Grusel-Dämonen-Horrorfilme. Und verdammt nochmal, ich möchte behaupten, dieses Genre hat seinen Meister gefunden. Und zwar in ihm. Dieser Kerl schafft es einfach, mit Urängsten der Menschen zu spielen,
Ich bin so hart begeistert von diesem Mann und sobald ein Film von ihm rauskommt, gucke ich ihn mir im Kino an. Ganz klar. Und gerade wenn die beiden zusammenarbeiten, gut, Lee Whannell war jetzt nicht beteiligt an The Conjuring, auch nicht am ersten, aber trotzdem, also wenn da irgendwas von denen kommt, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Und ich wurde auch noch nie enttäuscht. Definitiv nicht. The Conjuring 2 ist ein Film, der geht auf jeden Fall unter die Haut. Es gibt erstmal so gesehen zwei verschiedene Handlungsstränge, einmal den der Familie und einmal den der Geisterjäger. Beide haben irgendwo Probleme und sind so ein bisschen heimgesucht, möchte man meinen. Und am Ende fühlt sich das alles sehr, sehr schön zu einem Ganzen zusammen. Und man sitzt wirklich festgekrallt in seinen Sitz und ist total angespannt und dann löst man sich wieder und man weiß natürlich inzwischen, an welchen Stellen irgendwelche Jumpscares kommen, wo irgendwas Erschreckendes passiert. Das Schlimme ist aber, dass James Wan es hinkriegt, diese Momente so perfide auszuloten, dass man es eben nicht ganz genau weiß. Man sitzt da und denkt, es kommt gleich, es muss gleich kommen, es muss gleich kommen, wann kommt, bam, und dann ist es passiert. Und man sitzt da, oh Gott, warum? Und das funktioniert brillant. Brillant, der Film. Ich möchte nicht viel darüber verraten. Weil es einfach viel mehr Spaß macht. Und ja, ich finde, Horrorfilme gehören auf die große Leinwand. Ich selber kacke mich jedes Mal ein bei diesen Filmen und danach bin ich erstmal psychisch nicht zu gebrauchen. Weil man sieht natürlich überall diese ganzen Gestalten und gerade für Leute, die dann den Film sehen, die Nonne, die hat mir wirklich Angst gemacht. Und ja, ich finde, Horrorfilme sind halt für die große Leinwand gemacht. Die funktionieren sehr gut auf dem großen Bild. Und gerade dieser Surround-Sound, den man dann hat, wenn plötzlich irgendein Poltern um einen herum geschieht und man hat das Gefühl, man steht mitten im Raum. Junge, Junge, krass. Und ich bin gespannt, denn Conjuring 1 hat ja ein Spin-off heraufbeschworen. Das war Annabelle, den habe ich selber noch nicht gesehen. Werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Und Conjuring 2 habe ich jetzt auch ja im Kino gesehen und es soll auf jeden Fall noch ein Franchise weiter ausgebaut werden von Conjuring und noch weitere Spin-offs, nämlich mindestens zwei weitere sollen entstehen und auch von Insidious ist definitiv noch ein vierter Teil geplant, der auch wieder unter der Regie von Lee Whannell und dem Drehbuch von ihm liegen wird. Definitiv, das ist schon bekannt und ich freue mich darauf, auch wenn es echt, echt krass ist. Ich kann euch den Film empfehlen, also diese Woche beide Filme top und ja, cooler Film, der, ja, James Wan schafft es einfach mit Urängsten zu spielen, der einem wirklich, wirklich Angst macht, der einem diese Urangst in einem weckt. Und auch passend dazu vielleicht, es gab einen Trailer, der hieß Lights Out und auch von James Wan und Lee Whannell und der nochmal damit spielt, die Angst vor der Dunkelheit. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und der wird mich, glaube ich, auch nochmal ordentlich mitnehmen, aber so weit sind wir ja noch nicht. Ja. Conjuring 2, Central Intelligence, super Filme. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich zum Teil bei den Filmen nicht so tief ins Detail gehe. Aber ich finde, das gehört hier auch nicht hin. Der Sonntagstee ist dafür da, so ein bisschen zu zeigen, was ist gerade neu im Kino und wozu kann ich auch was sagen. Ich sage, ich kann ja nicht komplett alles gucken, das schaffe ich zeitlich gar nicht unbedingt. Und kann natürlich nur oder möchte nur etwas dazu sagen, wovon ich auch was weiß, was ich auch überhaupt gesehen habe. Und wenn ich es nicht gesehen habe, dann lasse ich es natürlich. Und ich möchte keinem die Filme zerstören. Ich möchte die Filme schmackhaft machen, wenn sie gut sind. Oder Leuten sagen, den braucht ihr nicht sehen, wenn sie kacke waren. Oder zu sagen, der Film lohnt sich gar nicht so im Kino. Ihr könnt auch warten, bis er auf DVD rauskommt. Oder ähnliches. Und das ist das, was ich hier machen möchte. Ich möchte euch Filme empfehlen und euch wieder zu Kinogängern machen, unter anderem. Und ich freue mich da schon darauf, was jetzt kommt. Wie gesagt, das Infovideo war angekündigt. Ich war jetzt krank und konnte leider nicht großartig daran arbeiten. Aber es ist in Planung. Zwei bis drei Projektchen, sag ich mal, sind in Planung und befinden sich wirklich in der Endphase der Planung, sag ich mal. Und da wird was auf euch zukommen. Wie gesagt, in den nächsten Wochen. Und ich freue mich drauf. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Sonntagstee und vielleicht demnächst schon zum Infovideo und zu den neuen Formaten. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Geht ins Kino, habt Spaß. Ahoi.